Es gibt einen Vorschlag, das Mittelmeer aufzustauen und es trocken zu legen, um Europa und Afrika zu einem neuen Superkontinent namens Atlantropa zu vereinen. Das Mittelmeer ist ein natürliches Verdunstungsgewässer. Das bedeutet, dass es jedes Jahr etwa dreimal so viel Wasser durch Verdunstung verliert, wie es durch Flüsse und Regenfälle gewinnt. Um diese Lücke zu schließen und den Meeresspiegel zu halten, fließen jedes Jahr tausende von Kubikkilometern Wasser aus dem Atlantik durch die Straße von Gibraltar ins Meer. Würde diese Meerenge blockiert, käme das Gleichgewicht aus dem Lot und das Mittelmeer würde austrocknen. Vor etwa 6 Millionen Jahren geschah genau dies. Aufgrund von Verschiebungen der afrikanischen und eurasischen tektonischen Platten schloss sich der Vorläufer der Straße von Gibraltar und riegelte das Mittelmeer vom Atlantik ab. Ohne Wasserfluss begann das Mittelmeer auszutrocknen und etwa 360.000 Jahre lang öffnete und schloss sich die Meerenge immer wieder, um das Mittelmeer auszutrocknen und wieder aufzufüllen. Vor etwa 5,6 Millionen Jahren schloss sich die Meerenge dann zum letzten Mal. Innerhalb von 1000 Jahren trocknete das Mittelmeer fast vollständig aus und hinterließ ein tiefes, trockenes Becken mit einigen hypersalinen Seen, die dem heutigen Toten Meer ähneln. Diese Situation hielt etwa 270.000 Jahre lang an, bis sich die Straße von Gibraltar schließlich wieder öffnete und der Atlantik das Mittelmeerbecken während eines legendären Ereignisses, der sogenannten Zahnklärenflut, wieder auffüllte. Dieser faszinierende Abschnitt der Erdgeschichte, der als messinische Salinitätskrise bezeichnet wird, inspirierte den visionären deutschen Architekten Hermann Sorgel. Im Jahr 1928 unterbreitete er einen Vorschlag. Durch den Bau eines gewaltigen Staudamms über die Straße von Gibraltar könnten wir die messinische Salinitätskrise wiederholen, allerdings in einem geringeren Ausmaß, neue Gebiete für die Besiedlung erschließen, eine massive Wasserkrafterzeugung ermöglichen und ganz Europa und Afrika zu einem neuen Superkontinent namens Atlantropa vereinigen. Der Hauptbestandteil von Sorgels Vorschlag war ein gewaltiger, 35 Kilometer langer Damm, der sich über die Straße von Gibraltar wölben sollte. Er wäre über 300 Meter hoch, würde 10 Milliarden Kubikmeter Beton verbrauchen und wäre mit einem 50 Gigawatt Wasserkraftwerk ausgestattet, mehr als doppelt so viel wie das derzeit größte Wasserkraftwerk der Welt, der Dreischluchtendamm in China. Zusätzlich zu diesem Hauptdamm würde es einen 4 Kilometer langen Damm und ein Wasserkraftwerk über die Dardanellenstraße geben, um das Schwarze Meer zurückzuhalten, sowie zahlreiche andere Wasserkraftwerke. Sobald diese Dämme fertiggestellt sind, würde das Mittelmeer mit einer Geschwindigkeit von 1,4 Metern pro Jahr austrocknen. Nach 70 Jahren wäre der Meeresspiegel um 100 Meter gesunken. Zu diesem Zeitpunkt sollte ein dritter Damm zwischen Sizilien und Tunesien errichtet werden, der das Mittelmeer in einen östlichen und einen westlichen Teil teilt. Nach der Fertigstellung dieses Staudamms würde das Wasserkraftwerk an der Straße von Gibraltar in Betrieb gehen und Wasser in das westliche Meer leiten, um den neuen Meeresspiegel zu halten. Im östlichen Mittelmeer würde die Austrocknung jedoch noch mehrere Jahrzehnte andauern, bis der Meeresspiegel auf minus 200 Meter gesunken ist. Nach diesem Zeitraum würde der sizilianisch-tunesische Damm Wasser einlassen und den Meeresspiegel aufrechterhalten. Nach seiner Fertigstellung würde das Atlantropa-Projekt 576.000 Quadratkilometer neues Land freilegen, eine Fläche, die in etwa der Größe der Iberischen Halbinsel entspricht. Die Adria würde fast vollständig trockengelegt, in Tunesien würde riesiges neues Land erschlossen und entlang der gesamten Mittelmeerküste würden zwischen 20 und 100 Kilometer neues Land freigelegt. Entlang dieser neuen Küste stellte sich Sorgel schillernde Metropolen vor, wie etwa Neu-Genua. Um Venedigs Zugang zum Mittelmeer zu sichern, sollte ein neuer Kanal gegraben werden und um die Verbindung zum Roten Meer aufrechtzuerhalten, sollte der Suezkanal erweitert werden. Darüber hinaus würde das Projekt Europa und Afrika zu einem neuen Superkontinent namens Atlantropa vereinigen. Neue Eisenbahnverbindungen würden zwischen Berlin und Kapstadt über den Sizilien-Tunesien-Damm und zwischen Paris und Dakar unter dem Gibraltar-Damm hindurchgebaut werden. In Afrika schließlich schlug Sorgel umfangreiche Projekte zur Umleitung des Wassers aus dem Kongo vor, um riesige Binnenseen im Kongo und im Tschad zu schaffen, die zur Bewässerung der Sahara genutzt werden sollten und das Klima für europäische Siedler angenehmer machen würden. Außerdem schlug er eine neue Schifffahrtsroute vor, die das Mittelmeer mit dem Viktoriasee und weiter mit dem Indischen Ozean verbinden sollte. Die Verwirklichung all dieser Projekte würde insgesamt etwa 150 Jahre dauern. Sorgel behauptet, sie würden Europa einige große Vorteile bringen. Zunächst einmal, so warb er, könnten die neuen riesigen Gebiete entlang des Mittelmeers für die Besiedlung und die Nahrungsmittelproduktion genutzt werden, was eine friedliche Alternative zum Lebensraumkonzept des Expansionismus darstellte, das zu dieser Zeit in Deutschland an Popularität gewann.
Darüber hinaus sollten alle Wasserkraftwerke des Projekts 110 Gigawatt an grüner, erneuerbarer Energie liefern, genug um ganz Europa und Afrika in den 1920er Jahren mit Strom zu versorgen. Zudem würde das enorme Ausmaß des Projekts das damals vom Krieg zerrissene Europa zusammenführen und eine gegenseitige Abhängigkeit schaffen, die jeden künftigen bewaffneten Konflikt ausschließen würde. Der Bau würde auch Hunderttausende von Arbeitsplätzen schaffen und die europäische Wirtschaft ankurbeln. Vor allem aber sah Sorgel in dem Projekt eine Möglichkeit für Europa, seinen Wettbewerbsvorteil gegenüber Asien und Amerika zu wahren. Durch die Integration mit dem afrikanischen Kontinent könnte es die natürlichen Ressourcen des Kontinents nutzen, um seine Wirtschaft anzukurbeln und seinen Status als dominierende Weltmacht zu erhalten. Auch wenn sich die Stimmung in Europa im letzten Jahrhundert verbessert hat, ist der internationale Wettbewerb nach wie vor lebendig. So hat die deutsche Regierung erst kürzlich eine Strategie für den Umgang mit dem wachsenden Selbstbewusstsein Chinas vorgestellt. Sorgel versprach zwar eine Reihe von Vorteilen für Atlantropa, doch die Realität sieht ganz anders aus. Zunächst einmal wäre der Bau des Staudamms an der Straße von Gibraltar eine unglaubliche Herausforderung. Er würde Billionen von Dollar kosten und 6 Jahre lang die gesamte weltweite Betonproduktion des Jahres 2023 erfordern. Dieser Aufwand wäre die 50 Gigawatt Wasserkapazität, die er installieren würde, bei weitem nicht wert. Ganz zu schweigen davon, dass diese Wasserkapazität nicht einmal 100 Jahre lang zur Verfügung stehen würde, während der Meeresspiegel sinkt. Außerdem wäre der Damm eine einzige Schwachstelle. Im Falle eines Krieges könnte er mit einer einzigen Atombombe zerstört werden, was das gesamte Projekt unbrauchbar machen würde. Selbst wenn der Damm gebaut würde, würden sich die Probleme nur noch verschlimmern. Durch die Absenkung des Meeresspiegels würden alle historischen Küstenstädte des Mittelmeers, darunter Barcelona, Valencia, Marseille, Neapel, Venedig, Athen, Antalya, Alexandria, Tripolis, Tunis, Algier und unzählige andere ins Landesinnere gedrängt. Ihre Häfen wären unbrauchbar, die Wirtschaft würde geschädigt und die Menschen wären unglücklich. Außerdem würden alle derzeitigen marinen Lebensräume an den Küsten zerstört, was die Fischpopulation und das Meeresleben im gesamten Mittelmeer dezimieren würde. Aber im Gegenzug würden wir riesige neue Flächen für die Landwirtschaft oder die Besiedlung erhalten, oder? Leider nein. Das gesamte neue entstehende Land wäre eine Salzwüste, unbrauchbar für die Landwirtschaft oder andere nützliche Dinge. Ganz abgesehen davon würde die Trockenlegung des Mittelmeers dem Welthandel große Probleme bereiten. Tausende von Kilometern an Kanälen und Schleusen müssten gebaut werden. Ein Schiff, das zum Beispiel zwischen Shanghai und Venedig unterwegs ist, müsste, statt wie jetzt auf demselben ununterbrochenen Meeresspiegel zu reisen, zunächst mehrere Schleusen am neuen Suezkanal passieren, ein paar tausend Kilometer zurücklegen und dann nochmal mehrere Schleusen hochfahren, um Venedig zu erreichen. Sehr unpraktisch. Darüber hinaus vermuten Forscher, dass Atlantropa durch die Veränderung der Geografie des Mittelmeers den Golfstrom umleiten würde, was zu einem Temperaturabsturz in Nordeuropa führen würde. Der vielleicht wichtigste Grund für den Bau des Projekts war jedoch, dass Sorgel den europäischen Mächten die Möglichkeit geben wollte, die natürlichen Ressourcen Afrikas auszubeuten und für die Kolonisierung zu nutzen. Das Projekt wurde zu einer Zeit vorgeschlagen, als praktisch ganz Afrika zu den europäischen Kolonien gehörte. Zu dieser Zeit glaubten viele Europäer, dass sie Afrika Frieden und Wohlstand bringen könnten und dass daher die beste Lösung darin bestünde, eine Landbrücke zwischen den beiden Kontinenten zu bauen. Doch ein Blick in die Geschichte zeigt, dass dieser neue Superkontinent wahrscheinlich nicht von Gleichheit und Zusammenarbeit geprägt sein würde, sondern eher von Kolonialismus, Ausbeutung und Ungleichheit. Ganz zu schweigen davon, dass die Flutung des Kongo und des Tschadsees Millionen von Menschen vertreiben würde. Offensichtlich war Atlantropa also keine gute Idee. Trotzdem wurde die Idee im Deutschland der 1920er und 30er Jahre populär und Sorgel gewann infolgedessen einige Anhänger. Er gründete sogar eine Organisation namens Atlantropa-Institut, mit der er bis zu seinem Tod im Jahr 1952 unermüdlich für die Idee warb. Danach jedoch, ohne die Förderung durch Sorgel, die Entkolonialisierung Afrikas und den Aufstieg der Kernkraft als neues Symbol für Energie und Fortschritt, verschwand der Vorschlag aus dem Blickfeld der Öffentlichkeit. 1960 löste sich das Atlantropa-Institut auf. Atlantropa war zwar keine großartige Idee, aber es ging um die Absenkung des Mittelmeers um ein paar hundert Meter. Da fragt man sich doch, was passieren würde, wenn wir den ganzen Weg gehen und das Mittelmeer vollständig trockenlegen würden. Um das Mittelmeer vollständig trocken zu legen, würden wir die gleiche Anlage wie im Vorschlag von Atlantropa errichten. Anstatt das Wasser jedoch irgendwann hereinzulassen, würden wir es nie hereinlassen. Über einen Zeitraum von 1000 Jahren würde das Mittelmeer vollständig verdampfen.
Das Becken würde sich in eine riesige Salzwüste verwandeln, die noch unwirtlicher wäre als die Sahara. Riesige Canyons würden bis zu 5 Kilometer tief über dem Meeresspiegel abfallen. An diesen Stellen würden die Temperaturen unerträgliche 80 Grad Celsius erreichen, verglichen mit dem derzeitigen Weltrekord in Kuwait, der bei 54 Grad liegt. Diese riesige neue Wüste würde Salz- und Sandstürme auslösen, die das Ackerland auf dem gesamten Kontinent zerstören und große Teile Südeuropas in Wüsten verwandeln würden. Die Menschen würden sich Geschichten über die alten Zeiten erzählen, als das Mittelmeer blau und Europa grün war. Und schließlich würden die 375 Millionen Kubikkilometer Wasser, die aus dem Mittelmeer abgelassen werden, wieder in die Weltmeere zurückfließen und den Meeresspiegel weltweit um etwa 10 Meter ansteigen lassen. New York City, Miami, Shanghai und Mumbai stünden dann alle unter Wasser. Glücklicherweise wird das alles nicht passieren, zumindest nicht in naher Zukunft. Innerhalb der nächsten paar Millionen Jahre wird jedoch vorausgesagt, dass die nordöstliche Bewegung der afrikanischen tektonischen Platte die Straße von Gibraltar schließen wird. Das Mittelmeer wird also austrocknen, die Artenvielfalt wird verloren gehen und Europa wird zur Wüste werden. Vielleicht aber auch nicht. Wenn es die menschliche Zivilisation dann noch gibt, könnten wir einfach einen künstlichen Kanal zum Atlantik graben und so das Mittelmeer retten. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass wir Menschen voller Ideen sind. Einige davon mögen wir für gut halten, aber in Wirklichkeit sind sie es nicht. Wir können uns jedoch sicher sein, dass es dem Mittelmeer besser geht, wenn es mit Wasser gefüllt ist und dass wir diese schöne Periode der geologischen Geschichte, in der wir leben, zusammen mit dem wunderschönen Meer, den Küsten und dem Klima, das sie uns beschert hat, in Ehren halten sollten. Ich hoffe, dir hat dieses Video gefallen. Was hältst du von dem Plan, ein ganzes Meer auszutrocknen? Lass es uns in den Kommentaren wissen. Und wenn dir dieses Video gefallen hat, dann abonniere jetzt Futurology, damit du in Zukunft keine weiteren Videos mehr verpasst.